Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Folge für diese Woche Pirates Legend. Ja, wir sind heute wieder in den Stanzen drin und da lege ich direkt mal los, weil ihr seht, der Timer läuft, 38 Minuten noch. Ja, ich war diese Woche ein bisschen spät dran mit den ganzen Zeugs hier und habe mir so gedacht, so kurz vor Ende des Sonntags, der Sonntag ist quasi so gut wie vorbei und ja, was soll ich euch sagen? Ist halt so, ne? Muss man halt durch. So, ich werde hier gerade die ganze Zeit angeschrieben. Warum auch ever. So, ich sehe gerade, ich habe schon wieder meine Taschen voll. Jetzt muss ich mal gucken, wem ich die Früchte gebe. Ich glaube, Jinbei hatte ich noch. Genau, Blackbeard wollte ich noch mal ein paar Früchte reinzimmern. Ich muss das leider alles jetzt manuell machen, weil ich halt zum größten Teil halt hier Charaktere drin habe, die ich noch aufleveln wollte. Deswegen muss ich da so ein bisschen aufpassen. So, ich meine, wahrscheinlich habe ich die Kisten vom letzten Mal schon wieder nicht. Ja, wusste ich doch. Die Kisten vom letzten Mal habe ich wieder nicht weggehauen. Ich meine, ich habe jetzt mittlerweile 80 Plätze hier drin. Ich habe mal ein bisschen Baileys ausgegeben, um halt ein paar Plätze noch zusätzlich freizukriegen, weil ich finde, man hat hier absoluten Platzmangel. Das ist wirklich teilweise echt ätzend. So, dann fahren wir mal wieder Früchte. Nehmen wir hier so ein Goldene mit. Warum auch nicht? Oh, jetzt muss ich die goldene Fähigkeit auch noch so. Ah, gut, hätte ich jetzt in der nächsten Runde machen können. Scheiß drauf. Das ist ja eh nur Instanzen. Da rockt man eigentlich ganz schön locker durch. Ja, wie gesagt, mein Kollege, der den Account verkaufen will, beziehungsweise die Spielzeit, die er ins Spiel halt gesteckt hat, ne? Meldet euch bei mir, wenn ihr den haben wollt. Wenn nicht, vor zwei Folgen, also die Folge von Montag, da könnt ihr euch den Charakter mal ein bisschen angucken. Da habe ich ein paar Bilder eingeblendet, was er so als Charaktere hat. Ich habe mir auch von ihm sagen lassen, dass er halt unter den Top 10 ist mit diesem Charakter auf S30, einem englischen Server, nicht auf dem deutschen. Und ja, der ist halt beim Bosskampf auch immer erster Platz quasi und rockt da halt ganz schön das Haus. Also wenn ihr Bock habt, diesen Account zu kaufen, 300 Euro will er dafür gerne haben. Aber ich denke mal, das ist vielleicht noch Verhandlungsbasis. Wenn ihr sagt, 300 ist mir zu viel, könnt ihr auch mal ein anderes Gebot abgeben. Wenn ihr eins habt und Interesse an dem Charakter habt, meldet euch bei mir. Ich sorge dann für die nötigen Kontakte. Ja, da könnt ihr dann mal euch bei mir melden. So. Ah, Früchte sammeln heute. Ich habe heute irgendwie so einen Stress, ey. Das ist Wahnsinn. Ich muss das alles schnell hinter mich bringen. Ist zwar ein bisschen nervig, aber funktioniert natürlich einwandfrei hier. So, 35 Minuten haben wir noch. Wir liegen gut im Zeitplan. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, ne? Wir sind auf jeden Fall gut dabei. Vielleicht kriege ich ja heute mal meinen Blackbeard auf Max-Level, dann packe ich den direkt mal ins Team bei mir rein. Ins Kolosseum-Team. Wird nämlich Zeit, dass ich das mal so ein bisschen aufstocke von den ganzen Charakteren her. Ja, weil ich werde da letzter Zeit so oft weggehauen und ich brauche da einfach mal ein bisschen bessere Teams, damit ich wieder im Kolosseum ein bisschen nach vorne komme. Weil es geht mir langsam ganz schön auf den Piss hier. Ich möchte nämlich diese goldenen Steinchen gerne weiterfahren, damit ich meine Charaktere auch direkt auf Gold hochziehen kann, sobald ich soweit bin. Weil das nervt schon ganz schön, dass sie mir da so den Wind aus den Segeln genommen haben. Das ist so ein bisschen nervig, aber kriegen wir alles hin. So, so, wie viel brauchen wir denn noch? Zu viel. Was war das? 250.000. Ich glaube, da komme ich nicht mit hin. Ah, gut. Erste Ladung ist schon mal drin. So, 112.000. 112. Machen wir mal 100 rein. Wollen ja nicht alles verplempern. Den Rest machen wir dann irgendwelche anderen Chars. So, 12.000. Die bringen 200. Der bringt 2.000. Der bringt 24.000. Komm, packen wir sie noch rein. Dann haben wir den auf jeden Fall schon mal auf Max-Level. Das passt mir ganz gut. So, wen können wir denn noch nach oben ziehen, den wir noch brauchen? So, die Hancock habe ich schon auf 90. Mihawk können wir noch höher ziehen. Jinbei. Jinbei könnte ich eigentlich auch noch. Komm, geben wir Jinbei die andere Frucht. Dann geht er auch mal langsam nach oben. Muss den ja auch mal langsam stärker kriegen. So. Ja, ich habe dieses Draw-Event, also das Oster-Event hat mich schon ein bisschen nach vorne gebracht, klar. Aber, naja, da braucht man halt noch ein bisschen. Vielleicht packe ich auch Blackbeard rein für Enel. Ja, und ziehe ein Blackbeard hoch. Mal gucken.
Er dürfte ein super Partner sein für Gugu Saya. Ja, die greifen beide ja die komplette Front an. Muss ich mal gucken, wer da, was die da für Resistenzen runterkloppen. Dann kann man das vielleicht super miteinander kombinieren. Obwohl ein Blackbeard auf 2 ist jetzt nicht so dolle. Ja. Aber egal. Wir wollen ja nicht, ne? Wir wollen ja nicht respektlos sein. Blackbeard ist auch ein guter Charakter. So. Ach ja, die Folge heute wird wahrscheinlich ein bisschen Überlänge haben, weil ich heute alles fertig kriegen muss, was mir halt noch fehlt. Und ja, das dauert halt so ein bisschen. Vielleicht habe ich auch Glück und nach 12 Uhr ist noch hier Impel Down doppelt oder so. Das wäre richtig nice. Dann könnte ich nämlich endlich mein Garb auf 3 ziehen. Ich farm dafür schon die ganze Woche hier ganzen Ruffies und alles mögliche. Weil man braucht ja so ein paar Karten, um den halt hochzuziehen. Dürfte aber nicht so das Problem sein. Ich denke, das kriegen wir hin. Vielleicht kriege ich ja noch ein Garb irgendwann die Tage durch einen Lucky Draw oder so. Das wäre natürlich richtig nice. Aber das werden wir ja sehen. Meine Lucky Draws sind ja zurzeit nicht so lucky, wie ihr mitgekriegt habt. Habe ich irgendwie, aber es scheint generell auf dem deutschen Server das Problem zu sein, dass hier nicht so gute Charaktere gezogen werden. Auf dem englischen habe ich in letzter Zeit so viel verdammtes Glück, ja, mit den Lucky Draws. Ja, ich ziehe andauernd irgendwelche T1 und T2 Karten. Und zwischendurch ist da mal ein Grüner dabei und dann boom, direkt wieder T2. Also entweder haben sie das angehoben, die Drop-Chance von den ganzen Charakteren oder keine Ahnung. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass sie das irgendwie ein bisschen angehoben haben. Ja, wenn ich das mal so sagen darf. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass sie im deutschen Server halt schon die ganzen Goldchars mit drin haben. Das fand ich ein bisschen blöd. Weil das nervt irgendwie so ein bisschen, ja. Die sowieso vorne sind, die haben sowieso genug Baileys und genug von den Orange-Splittern, um sich halt die goldenen Splitter halt zu organisieren, um die Charaktere direkt auf Gold zu ziehen. Und die bleiben dann natürlich auch vorne, weil das sind halt die Ersten, die es hatten. Und die von ihren Thron runterzuholen, wird auf jeden Fall erstmal eine Weile in Anspruch nehmen. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Aber ich bin auf dem Weg. Irgendwann macht es bei mir richtig Boom und dann komme ich ganz nach vorne. Dann werden wir sehen, was sich da vorne so alles abspielt. Ja. Ich bleibe auf jeden Fall dran, Leute. Und dann werden wir sehen, wie weit ich dann im Endeffekt nachher nach vorne komme. Ja. Ich habe auf dem deutschen Server nicht angefangen ohne Grund. Ich will nach vorne. Und zwar ganz nach vorne. Was anderes gibt es für mich nicht. Kein anderes, ne? Wisst ihr Bescheid. So. Wir mal zusehen, dass wir das hier auch alles gebacken kriegen. Mal ein bisschen schneller durchheizen. Müssen wir noch die blauen Steinchen, wenn ich die blauen Steinchen mitnehmen. Die Orange, die kriege ich ja schon durch Kolosseum, da mache ich mir jetzt nicht so den Kopf drum. Aber die blauen Steinchen, die muss ich auf jeden Fall abbesahnen. Weil sonst wird das nämlich nichts mit meinen goldenen Chars. Ne? Deswegen müssen wir hier schön die blauen Splitter sammeln. Ne? Also das ist auch so eine Frage, die mir halt gestellt wurde. Von den Zuschauern, wie es aussieht mit diesen, wie kriegt man meinen Char auf Gold? Das ist, wenn man den auf Lila 9 hat und dann 10 Eulensplitter opfert, um den halt dann auf Gold zu bekommen. Irgendwas, eine Frage hatte ich doch auch noch in der letzten Folge. Irgendwas war doch da. Irgendwas war da. Was war denn das noch? Irgendwas wollte ich noch beantworten in dieser Folge heute. Vielleicht fällt das jetzt ein? Ist das schlimm? Ich werde alt langsam, glaube ich. Ich glaube, ich werde alt. Was war denn das für eine Frage? Ach so, was man den Charakteren so füttert und so. Genau, das war's. Also, Leute, wie fütter ich meine Chars? Ja, so Mihawk und so weiter ist klar. ATK muss auf jeden Fall reingeprügelt werden. Tanks, HP, ne, ist klar. Magic, Leute. Okay, jetzt hier, Boa Hancock ist jetzt kein Magic, das ist eher so ein Stunner. Den gibt man eigentlich eher so Speed. Ja, und halt Charaktere, die halt auf Magic sind, die kriegen halt voll ATK-Bonus, ne, ist klar. Wird ATK gefüttert. Und bitte da schon mal ein bisschen Bescheid wisst. So. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. War jetzt zwar nur eine kurze Antwort, aber ich kann auch mal gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, wenn ihr Lust drauf habt. Oh, ich sollte hier mal nicht auf manuell spielen, weil der Kampf könnte böse enden. Weil mein Jinbei, den habe ich zwar nach vorne gestellt, der wird auch keinen Angriff machen, denke ich. Der kommt nicht auf seine Ulti.
Weil er ist eigentlich nur vorne als Blocker quasi. Der soll die Leute nur aufhalten. Ja, weil so lange soll er fressen, bis ich Ruffy halt die Ulti zünden kann und dann ist das Match hier auf jeden Fall gewonnen. Muss halt hier so ein bisschen aufpassen. So, aber das dürfte jetzt kein Problem mehr sein. So, gucken wir mal. Zack. Wasserschaden. Ja, er haut jetzt nicht so viel Schaden raus, da muss ich auf jeden Fall noch was dran machen. Ich glaube, für ihn hier kommt dann... Ah, ich weiß nicht, ob ich für ihn hier Blackbeard rein tue oder für einen anderen Char. Da muss ich mir nochmal genau gucken. Ja, natürlich auch Bombe. Ich guck mal, was er so als idealen Partner drin hat. Vielleicht habe ich ja sowas zufällig da dabei. Ja. Können wir den nämlich auch mal ein bisschen nach oben ziehen. So, die Runde ist für mich auch auf jeden Fall gewonnen. Der kann nichts mehr machen hier. So, weg ist er. Gut, 5 Steinchen bekommen. Können wir mal gucken, wie viele Steinchen haben wir jetzt mittlerweile? Jawohl. Jetzt fehlen mir nur noch ein paar goldene. Gucken wir mal im Kolosseum, ob wir da noch was haben, was wir eintauschen können. Wow, wir haben 4000. Da haben wir uns mal so ein 20. Jawohl. Ja, Charaktere fahren. Sollte ich vielleicht auch noch mal eben schnell machen, bevor der Server resettet. Deswegen schieße ich jetzt hier mal eben meine ganzen Viecher noch durch. Vielleicht haben wir Glück und müssen doch keine Überlänge machen. Weil ich bin ja eigentlich schon ziemlich nah dran, glaube ich. Dass ich schon für diese Woche komplett durch bin. So wie ich das sehe. Ne? Sieht auf jeden Fall stark danach aus. Könnte vielleicht doch sein, dass wir in der Zeit liegen. Warum nicht? Ne? Läuft. So. Machen wir nochmal Enel. Und blauer Fasan. Kloppen wir die noch eben schnell weg. Läuft. So. Ach scheiße, jetzt muss ich noch mal eben hier meine 120 Energie abholen. Zack. Zack. Ja, mittlerweile farme ich ja auch hier die Boa Hancock. Die bringt natürlich auch sehr viel. Die will ich nämlich als Partnerin haben für meinen... Moment. Für wen brauche ich die noch mal? Ich weiß es gar nicht. Für irgendjemanden brauchte ich die Boa. Aber hier ist immer so viel zu machen, dass man ab und zu einfach mal was vergisst. Ja? Man vergisst einfach was. Man braucht auf jeden Fall viel. Ach ja, für Ray wollte ich die als Partnerin fertig machen. Das dauert natürlich noch ein bisschen, weil die ist jetzt auf 3 und den will ich auf jeden Fall noch ein bisschen nach oben ziehen, bevor ich die als Partner bei Ray rein tue, weil sie ist nämlich der beste HP-Partner. Und natürlich Magic-Energie gibt es hier auch noch. Ist einfach perfekt für Ray. Dann werde ich die nämlich da reinkloppen. Damit das Team hier auch mal ein bisschen stärker wird. Und vor allem hat er einen guten Speed, hat die auch noch. Speed hat die auch noch sehr gut. Ja, muss man ja so sagen. So. Gab ja mal bei mir auf dem Kanal die Diskussion, ob eher Kuma der beste Partner wäre für Ray oder eher dann die Boa Hancock. Und irgendwie hat sich danach herauskristallisiert, dass es auf jeden Fall die Boa Hancock ist, weil die halt die Grundwerte von dem HP halt viel, viel höher hat. Ja. Und deswegen hier schon mal eine Frage. Wie würdet ihr Boa denn füttern? Eher auf HP oder eher auf Speed? Oder auf was würdet ihr die füttern? Das würde mich echt mal interessieren. Das würde mich echt mal super interessieren, wie ihr die füttern würdet. So. Kloppen wir hier nochmal eben schnell noch Kuma weg. Noch 1-2 Splitter farmen. Können wir nämlich gut gebrauchen. Ach scheiße, jetzt habe ich auf... Warum habe ich den auf manuell stehen? Ist mir gar nicht aufgefallen. Mann, Mann, Mann. Ja, jetzt gibt es nochmal hier Ulti. Ulti-Power. Nochmal Ulti-Power. Ach, hat sich schon erledigt, alles klar. So, können wir noch einmal zurücksetzen. Ich habe ja eh noch ein paar Energiepunkte. Morgen früh mache ich dann die anderen Dinger. Dann passt das. Ach, scheiße, fällt mir gerade so auf. Kann ich ja gar nicht. Hört, der Server wird ja gleich zurückgesetzt. Ich habe keine Energie. Das wird lustig. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Wahrscheinlich muss ich dann einmal 50 Bellies ausgeben, damit ich die Energie habe. Damit ich überhaupt spielen kann. Fällt mir gerade mal so auf. Scheiße, daran habe ich gar nicht gedacht. Energie. Fuck. Das war eigentlich nicht der Plan. Aber egal, kriegen wir doch schon hin. Kriegen wir schon hin. Jetzt
Jetzt habe ich schon wieder auf manuell. Stellen wir eben auf Automatik, so. Das haben wir auch. So, jetzt noch Boa Hancock Farm. Gehört auch noch dazu. Die farm ich allerdings komplette viermal. Ja, die will ich so schnell wie möglich hochziehen. Und damit es nicht so lange dauert, farm ich die halt wirklich viermal am Tag. Kostet zwar dementsprechend Baileys, aber das ist mir so quasi Schnurz. Warte mal, 18 plus 8, so da 26 Baileys am Tag. Meine Güte, was kostet die Welt? Macht ja nichts, ne? Läuft. Oh, nochmal. Dann können wir gleich mal die Punkte einkassieren für die Gilde. Und dann gucken wir mal, was wir da haben. Ich müsste sowieso jetzt richtig viele Punkte haben. Die Punkte nehme ich jetzt aufgeteilt. Dass wir einfach mal einen Schub kriegen und uns hier ein paar Ketten und so weiter leisten können. Weil wird nämlich langsam mal Zeit, dass wir da auch mal ein bisschen hoch leveln. In puncto Halsketten. Wird nämlich mal Zeit. Haben wir uns sowieso vorgenommen. Bevor wir dann weiter leveln. So, gucken wir mal. Ja, boah, Hancock. Ist eigentlich nicht schlecht, die Karte. Vom Stun her schon ganz gut. Hat auf jeden Fall was. Die hat schon ganz schön was auf dem Kasten. Ich meine, ich kenne viele, die spielen. Und außerdem kann man die ja natürlich auch nachher auf Gold ziehen. Von daher ist es sowieso ein Muss, sie zu haben. Für dich. Jedenfalls auch auf Max-Level. Wäre halt ziemlich cool. Als goldener Char wäre das natürlich Wahnsinn, die noch zu bekommen. Und da ich ja sowieso so blöde Lucky Draws habe, bleibt mir eh nichts anderes übrig, als sowas zu farmen. Kostet mich zwar wahnsinnig viel Berries, aber keine andere Wahl. Was soll ich sagen? Keine andere Wahl. Ich meine, die Leute von euch, die auch nicht so einen schönen Draw haben, die kennen das wahrscheinlich. Ja, man muss da ordentlich viel Zeit reinstecken, damit man vorne noch mithalten kann. So, das müsste es aber gewesen sein. Jawohl. Passt. Mal gucken. Union. Wie viele Punkte haben wir da? 17.000. Naja, ist jetzt auch nicht so die Welt. Ah ne, doch nicht. Ich habe mehr. Okay. Ich habe doch ein bisschen mehr Punkte. 65.000. Naja. Passt. Was ich jetzt noch machen kann, ist auf jeden Fall den Dreier-Draw. Dreier-Kiste. Hier, die hier. Können wir mal machen. Vielleicht habe ich ja Glück und ziehe einen Enel. Ah, schade. Oh, ich hatte schon lange keinen Grünen mehr. Das heißt, morgen geht es wieder los mit mit T2, ja, hoffe ich doch. So. Gucken wir mal. Jozu. Jozu nehmen wir auf jeden Fall mit. Marco nehmen wir auch mit. Wie viel kostet denn hier so Kette? Kette Stufe 1, 8000. Naja. So viele Ketten kann ich damit auch nicht machen. Aber egal. Passt. Lassen wir so stehen. So, was haben wir noch? Ja, hier noch Früchte und so weiter verteilen. Das kann ich gleich schön in Ruhe machen. Ich sag mal, wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Das war der Freitag und nächste Woche sehen wir uns wieder. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.